Peace, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das Centurions Event ist draußen. Ihr seht schon Marcus Rashford, verrückte Karte, 93 Pace, 91 Schießen. Tomori, Hullet auch nochmal bekommen mit einem kranken Design. Willkommen bei den Centurions. Feiere Klasse, Einsatz und konstant mit diversen Stars, die im Vereinsfußball 100 Tore, Einsätze, Vorlagen oder Spiele ohne Gegentor erreicht haben. Im Laufe der Kampagne, das ist ganz wichtig, werden Centurions Evolutions veröffentlicht. Da bin ich sehr gehypt drauf, in denen du Profis deines Vereins durch den Abschluss von Evolutions-Aufgaben Centurion Status geben kannst. Das wird auch sehr, sehr cool, bin ich gespannt. Und achte auf Centurions Icon mit ausgewählten Legenden, die in ihrer Karriere in den 100er-Club aufgestiegen sind. Okay, Dankeschön, EA Sports. Thank you. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt erstmal, wir fangen heute mal an mit den Packs. Ich habe geile Packs aufgespart, gestern noch einen Fooddraft gewonnen. Apropos Fooddraft, man bekommt da jetzt auch Icons, Freunde. Ich habe gestern Ribéry, Eusebio und so gezockt, hat extrem Bock gemacht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Vielleicht, auch wenn die Pack-Rate komplett tief sein wird, haben wir irgendwie das Glück und bekommen die Centurions-Karte. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Kleines Pack-Opening jeden Freitag. Kennt ihr ja mittlerweile immer zu den neuen Events. Und würde ich sagen, mal sehen. Erstmal so ein 15k-Pick war das jetzt nichts Besonderes. Wagner, stoßen wir ab und dann hoffen wir mal, dass da was bei rumkommt. Gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr was gezogen habt. Ich bin auch gespannt, wie das Design sein wird. Wahrscheinlich so weiß, ne, wenn eine Dingskarte kommt. Ah, ich dachte Cancelo, das ist Dalot. Okay, ne, Diego Dalot kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Dann geht's weiter mit dem selten gemischte Profis-Pack. Leider wieder keine Centurions. England, Stürmer, Harry? Na, das wird Wilson werden. Dann gehen wir rein, Prime Electron Pack. Come on, EA. Türkei. Können wir skippen. Das wird jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes werden. Also das ist wirklich krass. Ne? Die Packrate dieses Jahr ist so tief. Dann haben wir das Jumbo Premium Goldspieler Pack. Komm, 7 seltene Goldspieler. Einer 83 plus. Schweiz, ZDM. Wer bist du? Ist das eine Frau? Ich glaube schon, ne? Das ist Realty. Okay, 8,83 plus. Und dann wird es auch nur ein 83er. Also das Pack Opening kannst du bis jetzt ja komplett wegwerfen. 84 mal 2 Pack von der SBC. Schottland, Robertson. Nicht mal Robertson. Wieder eine Frau. Kein. Doch, okay, wir haben Walkout, Double Walkout. Okay. Double Walkout dahinter ist. Zeig mal her. Mbappé, komm ran. Modric. Das wird 87er Modric. Apropos Modric, der sollte heute Abend wahrscheinlich, glaube ich mal, hoffe ich mal, seine Road to the Knockout Stage Karte Upgrade bekommen. Ich habe da irgendwie gelesen im Internet, dass sie freitags kommen könnten oder sollen. Okay, England, ZOM. Tottenham, ich glaube, das wird Madison auch nicht gut. Was habe ich da aufgespart für Packs, ne? So schlecht bis jetzt. Dann haben wir 50k Pack Nummer 1. Come on. Das war, oh, ich glaube Centurions. Ich glaube Icon, Freunde. Deutschland, Andrich, das ist normale Centurions. Normale Centurions. Ah, wir haben eine. Geil. Wir haben die Centurions gezogen. Andrich. Einer sind wir ehrlich der schlechteren Karten. Aber juckt uns nicht. Wir wollten eine ziehen und ich habe es gepackt. Let's go. Andrich, wie viel kostest du? Tradable sogar. Oh, den hau ich weg. 40er? Schau mal, ja doch, ich glaube so um die 40, ne? Ich hau dir mal weg. Let's go, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben dann noch jetzt ein 50k Pack vom Fooddraft, eins war von Division Rivals. Okay, das wird kein Centurions, aber ey, wir haben eingezogen, mehr als genug. Und hier haben wir Coman. Kingsley Coman, oder? Nee, Sané. Kingsley, Walkout. Der wäre Walkout, aber 85er. Coman könnte auch. Oh, Theo Hernandez! Freunde, wir haben Packluck. Wir haben Packluck. Theo geht für 75.000. Hat sich Fooddraft doch mal gelohnt. Und Komar geht für 18.000. Ja, wir haben 100.000 knapp aus dem Pack hier geholt. Dann haben wir neue Promo-Packs bekommen. 25k Packs, 15 Stück. Das ist, also haben sie auf jeden Fall da erhöht. Dann haben wir ein 30k Pack zweimal. Prime Goldspieler Pack 12-mal. 50k Packs mittlerweile 10-mal. Das ist auch sehr viel. Da könnte der Markt etwas drunter leiden. Zeig mal die Centurion-Chance. Unter 1% Icons. Und normale Centurions 1,4. Da haben wir 100k Foundations Pack mit 25 Goldspieler, zwei davon 84 plus, plus eine Centurions Icon Leihspieler, weil das könnte für einige für die Weekend League interessant werden. Aber auch hier unter 1% normale Icons, also Centurions Icons so rum. Und die normalen Centurions knapp 5%. Dann noch die Premium-Dinger 10% und 1,3 eine Icon zu packen. Hier haben wir 50 Goldspieler und 5 mit 84 plus. Was haben wir für SBCs bekommen? Da bin ich doch mal gespannt. Wir haben Ødegaard bekommen, 90er Rating, 80 Pace. Hat er nicht ein gutes Pace-Upgrade bekommen? Warte, ich gehe mal kurz mal seine Goldkarte anschauen. Seine Goldkarte hat 72 Pace, Freunde. Klar, die Team of the Week hat 74, aber der hat nochmal plus 8 Pace, plus 5 Schießen, plus 4 Dribbling, Passen. Aber auch Dribbling plus 4, plus 6 Physis und Defending. Alter, was haben die für die Karte rausgehauen? Wie viel kostet der? 300k und der hat 5 Sterne Skills sogar, 3 Sterne Weakfoot.
finde ich auf den ersten Blick, ich sage euch Real Talk ehrlich, den finde ich interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist so teuer, weil würde der auf dem Markt so rauskommen, wäre wahrscheinlich auch nicht viel günstiger, oder? Ich will mir allgemein mal die Karten anschauen. Munain bei Abstoß, Gayoro oder Gayoro, die neue Kante haben wir auch mit 475.000 gerade. Pop mit 85, die könnte noch Richtung SBC-Futter droppen. Da könnten wir die auch gut einkaufen, investieren, aber da warten wir noch erstmal. Simon, Super Sub, sehr interessant. Kostet gerade nur 30.000. Wie gesagt, finde ich halt Super Sub vielleicht für die Weekend League interessant mit 4-4 auch noch. Finde ich etwas sehr günstig, muss ich sagen. Ferland Mondi, Freunde, 1,4 Millionen. Hat plus 3 Tempo bekommen, plus 4 Schießen, plus 4 Passen, plus 3 Dribbling, Defending und Physis. Sieht schon sehr geil aus, ne? Das Design sieht auch sehr krass aus. Tomori mit 800k und Pedri mit 375. Die Icons werden hier nicht angezeigt, aber ihr seht ihr sie hier. Einmal Hullet mit 11 Millionen Coins. Dann haben wir Gattuso bekommen mit 160.000. Ja, hat so ein Inform-Upgrade bekommen. Jetzt nicht so viel, muss man sagen. Dann haben wir Rooney bekommen. Zeig mal. Ja, überall plus 1 einfach nur. Ich weiß nicht, wie sehr man das jetzt in-game merkt. Da würde ich jetzt nicht allzu viel Coins mehr bezahlen. Zeig mal hier. Auch überall nur plus 1. Plus Physis und Pass haben wir plus 2 bekommen. Der sollte auch nicht bei 9 Millionen bleiben, Freunde. Wenn die 2 kostet, wird der hier max 3,5, 4 kosten. Alles andere wäre too much. Dann haben wir Smith bekommen, hat auch so... Also die haben alle so ein Plus-1-Upgrade bekommen. Ich sehe die jetzt gar nicht so krass, dass man sagt, oh mein Gott, das, was besonders macht, ist halt wirklich das Design plus ein Ingame-Bild, was sie haben, was die normalen Icons nicht haben. Und darauf, wird der Wert auf jeden Fall von den Karten dadurch etwas höher gehen. Aber ansonsten, finde ich, haben die halt alle, wie gesagt, nur so ein Plus-1-Upgrade bekommen, was auch okay ist. Aber das auf jeden Fall dazu. Dann haben wir die Centurions Allrounder Mittelfeldspieler bekommen. Die schauen wir uns jetzt auch einmal an. Für 150k. Okay, hier warte ich was, Freunde. Centurions Torejagd bekommen. Was? For free? Guckt euch diese Mavidi-Karte an. Hab ich irgendwas verpasst? 92 Pace, 90 Schießen. Wir müssen rüber auf FootGG. Das ist jetzt, also das glaube ich jetzt nicht. Ich dachte jetzt, okay, Evolutions, ja. Aber die haben mir komplett reingehauen. Zeig mal bitte her. Die 150k Centurions, Freunde. Und wir können einfach Chuomini upgraden. Ich glaub's nicht. Plus 3 Chuomini. Guckt euch das an. Ich muss 150k bezahlen. Ich nehme Chuomini mit. Der spielt in meinem Main-Team. Lobotka. Oh mein Gott. Napoli-Chat. Dann haben wir... Was haben wir noch? Majiri. Nasagato. Madison sieht auch nicht schlecht aus. Heuschbeck hat halt zu wenig Pace. Dann haben, guckt euch mal die an. Die sieht auch gut aus. Etwas wenig Defending-Wert für eine 6er und Physis, aber sonst. Was haben wir noch? Benacer, auch sehr gut. Also wirklich, oh mein Gott, Benacer krank. Ey, das war's. Lorente, der kann einfach ZM und auch Rechtsverteidiger mit den Stats. Boah, schreib's rein. Soll ich mir einen Lorente mitnehmen? Ich habe halt Zambrotta auf der Posi. Der könnte aber auch auf ZM zocken, ne? Und auf ZM wäre der wahrscheinlich sogar besser als ein Chiumeni. Ja, ich muss mir Lorente mitnehmen. Lorente ist die Nummer 1, Freunde. Lorente, Chuameni, Bruno Guimaraes sieht auch krank aus. Guckt euch das an, für 150k. Also was die Evolutions dies ja können, ne? Ich will gar nicht mehr gucken, das reicht mir schon. Chuameni, Guimaraes und Lorente, das ist schon wirklich zu viel. Schreibt mal gerne Spieler rein, die ihr noch gefunden habt, sage ich mal, die krass sind. Ich will aber mir lieber die Spieler, die uns mehr interessieren, die for free sind, anschauen. Wir haben hier einen Dennis, der sehr OP erstmal aussieht. Ich will aber alle Spieler sehen. Wir haben Bamba, 88 Pace, 88 Schießen, 87 Dribbling, La Liga, Celta Vigo. Auch sehr, sehr gut. Dann haben wir Cervi, auch La Liga, auch Celta Vigo. Also kann man sich hier entscheiden. Dann haben wir 93 Pace, 82 Schießen. Dann haben wir von Gala, ich spreche nicht aus, ich tue es euch nicht an. Aber ja, sieht auch sehr, sehr gut aus, wie ich finde. Hat auch 4-4, Bamba hat sogar 4-5. Also Bamba wirklich eine Überlegung wert, wahrscheinlich auch hier der Beste. Dann haben wir aus der Serie A Kuan Mei, fällt mir direkt ins Auge. Draxler, okay, etwas wenig Pace für einen Flügelspieler, kann aber auch ZM. Muss man schauen. Finde ich bei ein paar Karten auf jeden Fall viel besser, schon auf den ersten Blick. Garnacho kann man auch upgraden. Auch für viele, also für einige wahrscheinlich interessant. Ist ja auch mehr oder weniger immer mal wieder im Hype gewesen. Kann man jetzt auch spielen und sieht sehr spielbar aus. Hat 3-5. Leider nur 3 Sterne Skills, dafür 5 Sterne Weakfoot. Aber hier bleibe ich, glaube ich. Warte, Origi will ich mir noch anschauen. Okay, nee, etwas wenig Pace hat Origi. Ich glaube, hier wird es Bamba allein wegen 4-5. Finde ich den sehr interessant. Und Chat, das sind for free Karten. Die müsst ihr euch nur die Goldkarte holen, könnt ihr for free upgraden. Und die sehen sehr, sehr krass aus. Aber ey, ich bin geflasht von Lorente und Chuameni, ne? Soll ich mit Chuameni upgraden? Guckt euch den mal an. Soll ich den upgraden? Der hat 87 Physis. Der hat hier einen Playstyle-Schnittstellenpass. Ich will mir hier die Stats anschauen. Boah, der sieht schon gut aus. Aber Lorente oder Chuameni? Feier Chuameni halt so krass. Der passt halt auch perfekt in mein Main-Team rein. Also ich spiele den ja auch in mein Main-Team.
Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Struggeln. Gerne mal wirklich reinschreiben. Soll ich mir einen Llorente mitnehmen? Kann man ja immer irgendwie einbauen. Oder halt einen Tchouaméni, weil Tchouaméni ist halt Real Madrid, Freunde. Den kann ich langzeit gesehen immer zocken. Und den zocke ich ja gerade sogar hier die Goldkarte, der Link mit Kone und so. Aber dafür vielleicht nochmal defensiv etwas stärker. Ey, ich dachte, ich kann die Evolutionskarte reintun, aber kann ich nicht. Okay, muss ich schauen. Gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Spieler ihr euch da mitnehmen werdet. Man muss insgesamt 40 Spiele spielen, aber für das Upgrade. Bedeutet, ich müsste mit der Llorente Goldkarte erstmal 40 Games zocken. Was nicht wenig ist, ne? Ich schau mal. Und mit den Stürmern muss man wie viel insgesamt? Gewinne 20, 10 und 10. Auch 40, wenn ich das richtig verstehe. Auch viel, aber ey, das Upgrade lohnt sich. Und man soll das ja auch nicht einfach so geschenkt bekommen, sondern mit der Zeit upgraden können. Fände ich an sich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ansonsten das auf jeden Fall erstmal zu den Evolutions. Dann bekommen wir eine Free Haaland-Karte. Die will ich euch auch einmal hier zeigen. Spiel EAFC, bevor wir den 1. November haben, also jetzt in 4 Tagen. Und dann erhalten wir am 10. Dezember eine 87er Haaland-Karte. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Mbappé-Karte, die damals kam, diese mit der Gold-Vision-Karte, wo man noch Havertz und so bekommen konnte. So eine, abgeschwächte Haaland-Karte wird kommen. Wie so eine De Bruyne-Karte, so könnt ihr sie euch vorstellen. Wir haben mit De Bruyne 87er bekommen. So eine Haaland-Karte wird for free im Dezember dann kommen. Vielleicht, wenn wir mal hier auf die Gold-Karte gehen. Stark, ich wusste, Footbin ist jetzt down. Warte, ich probiere es noch einmal. Haaland. Ja, okay. Egal, ihr wisst ja, wie Haalands Karte aussieht. 91 Pace, 91 Schießen. Die wird wahrscheinlich so ein bisschen abgeschwächt. Vielleicht 87 Pace, dafür 85 Schießen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird eine Free Haaland-Karte nächsten Monat erscheinen. Für jeden. Dann haben wir jetzt die SBC-Preise. Ich habe euch gestern gesagt, ey, ich gebe euch morgen um 19 Uhr die SBC-Futterpreise mit, weil heute Abend Weekend League Sell-Off. Wir haben viele Promo-Packs bekommen. Ihr habt es gesehen. 10, 50k Packs, 12, 45k Packs. Und deswegen will ich euch hier ein paar Spieler mitgeben oder Rating mitgeben, was man noch investieren kann. 84er unter 2000, ich bin mir sicher, unter der Woche können wieder gute Upgrade-Packs kommen, Richtung Doppel 84, die dann zum Centurions-Event nochmal interessanter werden. Deswegen könnten die auch nochmal auch Richtung 2,5 ansteigen. Wenn ihr sie so, wenn die gerade bei so 1,9 sind, 1,8 oder drunter bekommt, super Einkaufspreis für 84er. 86er würde ich euch unter 10.000 empfehlen. Wenn es gar nicht machbar ist, dann vielleicht unter 10.250. Also immer nochmal so 200 Coins bis 500 Coins unter ihrem Marktwert holen. Auch 87er unter 16.000 finde ich die nochmal sehr interessant, weil wir Sonntag oder Montag das nächste Hero Pack bekommen sollten. Also das gleiche Hero Pack, was wir schon hatten, aber das soll wiederkommen. Habe ich euch ja gestern im Video erzählt. Deswegen können 87er da hingegen wieder gut ansteigen, weil die auf jeden Fall für die SBC gebraucht werden. Und 88er finde ich auch wieder interessant unter 23.000. Könnten auch nochmal ein Stück ansteigen. Das auf jeden Fall kurz zu den Investments. Die Karten könnt ihr euch jetzt einmal einkaufen. Dann haben wir noch die Objectives bekommen. Die dürfen wir nicht vergessen, Freunde. Nächste Woche bekommen wir auch einen neuen Season Pass endlich am Donnerstag dann. Und hier haben wir jetzt... Warte... Habe ich ein Pack? Ey, warte mal, ich habe ein Pack, Freunde. Das werden wir zusammen eben öffnen. Ich glaube, ich habe ein Doppel 85 Plus Pack oder so. Ich habe es vergessen abzuholen. Oder was bekomme ich? 83 Plus und ich glaube am Ende noch ein Doppel 85 Plus, oder? Ja, Doppel 85. Okay, werden wir auch noch kurz zusammen öffnen. Nochmal Pereira bekommen mit, oder von Paris. Was brauchen wir hier? Wir können einmal lesen. Erzielen Squad Battles, Rivals oder Full Champions. 6 Tore mit Profis aus Portugal. Ist erstmal einfach. Dann bereite 4 Tore mit League Or-Spielern vor. Kann man auch eigentlich easy machen. Dann in 3 separaten Partien höchstens 1 Gegentor kassieren und 6 Spiele gewinnen mit mindestens 3 League Or-Spielern. Also eigentlich eine geschenkte Karte will ich dann, wie gesagt, nicht haten. Ist wie gefühlt for free. Kann noch in der EV zocken. Ja, hat für mich ein bisschen wenig Pace. Ansonsten, vielleicht wenn man so ein paar Paris-Links braucht, ist das auf jeden Fall nicht schlecht. Dann würde ich sagen, Freunde, nochmal zum Ende machen wir dieses Doppel 85 Plus Pack auf. Okay, Freunde, Freundin wird die Packs öffnen. Sie wird ihr Bestes geben. Sie zeigt sich jetzt nicht. Kann sie aber, möchte sie nicht. Ist in Ordnung. Sie muss ja nur das Pack öffnen. 85 mal 2. Wo muss ich denn mal aufdrücken? Dreieck. Da oben. Spaß. X. Prank Bro. Dritter Prank Bro, Freunde. X. So. Muss ich Augen zu machen? Kann ich machen, ja. Okay, ich habe schon halb gesehen. Nicht gucken. Nein, ich guck nicht. Den ersten. Kroatien? Ja. Eine Frau. Eine Frau? Ja. Oh, die Binja. Hä, da war eben Kroatien. Ja, da sind 2 Walkouts. Also Modric dann wahrscheinlich, Freunde. Ich dachte, die hatte zu Modric gesagt, dass es eine Frau ist. Die Binja kostet. Hä, 0.000? Junge, das hat passt. Guckt es euch mal an. 0k. Dankeschön, super Pack. Ich dachte, die Binja wäre was wert, Freunde. Egal, wir haben SBC-Futter. Ist in Ordnung. Hero Pack kommt am Sonntag. Nehmen wir erstmal mit. Modric, kann ich wiederholen. Nighty, wenn du das Video siehst. Denk dran, Modric bitte einmal per Web-App wiederholen. Dann öffnen wir noch dieses Billo-Pack hier, 83+. Und dann Italien, ZTV, K.
können wir skippen. Dann machen wir noch eine kleine Marktanalyse, würde ich sagen, am Ende vom Video. Kleine Zusammenfassung. Ich hab's aber euch eigentlich gestern. Foodbin ist wieder down. Ne? Immer wenn neue Evolutions erscheinen, geht Foodbin down. Deswegen, guck mal, guckt euch an, ich kann hier gerade gar nichts aufnehmen. Aber die kleine Zusammenfassung, dafür brauchen wir Foodbin nicht. Ich glaube, dass wir jetzt Richtung Sonntag, Weekend League Sell-Off, einige Drops haben werden. Vor allem die Goldkarten werden gut droppen. Ich habe gesehen, heute ist beispielsweise Mohamed Salah gut angestiegen. Wird euch das jetzt gerne per Foodbin zeigen. Ist aber gerade, wie gesagt, nicht möglich. Foodbin ist mal wieder down. Und also da merkt man, wie wichtig mittlerweile Foodbin geworden ist. Ne? So eine Neben-App einfach. Das ist so krass, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Aber schaut es euch an, Salah Gold bei 280.000 gerade. Ich sehe den fallen, Freunde. Ich sehe den heute in der Woche bei unter 250.000. Ich sage jetzt nicht, ey, der droppt auf unter 200, das nicht. Aber ich sehe den so auf 250.000 auf jeden Fall die nächsten Wochen. Und hier würde ich aufpassen, wenn ihr so Karten habt, dass ihr euch hier nicht verbrennt. Ich habe euch vorgeschlagen, den Tipp mitgegeben, euch eher Untrade-Teams zu bauen. Ihr seht beispielsweise, man kann sich geile Evolutions erspielen. Jetzt auch die Trailblazers-Evolutions, die in der Woche kamen, sind sehr cool. Man kann sich da echt geile Teams bauen und deswegen würde ich euch da eher raten, Richtung Gold, also Gold-Trade-Meta-Team euch zu verkaufen und dann eher Untrade-Teams zu bauen, weil ihr da halt wirklich viele Coins spart und am Ende werdet ihr euch abfucken, wenn ihr es nicht gemacht habt. Wenn es euch dann gefallen hat, Freunde, heute mal wahrscheinlich ein etwas kleineres Video. Morgen geht's weiter. Morgen wahrscheinlich wieder am Abend live. Vielleicht zocken wir dann zusammen die Weekend League. Ich werde es mir antun mit euch zusammen und dann abends das Video. Ansonsten, wenn ihr irgendwas gezogen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich bin da für euch. Dann würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut da rein und Peace. Straight, but guess, choking my neck like a neck.